Beim Immobilienkauf ist die Finanzierung der Immobilie meist fast genauso wichtig wie der Kauf des Objekts selber. Und da es meist um sehr, sehr große Beträge geht, die einen über Jahre und Jahrzehnte belasten können, lohnt es sich natürlich besonders, die Preise zu vergleichen. Und das ist eigentlich auch relativ einfach, da eigentlich immer entscheidend ist, dass man den günstigsten Zins nimmt, da Geld, wie gesagt, sich beim Produkt wenig unterscheidet. Neben der Hausbank, die man natürlich auch immer fragen sollte, ist es sehr sinnvoll, auch Online-Vergleiche zu nutzen, gerade auch vielleicht als Verhandlungsmasse bei der Hausbank oder halt auch, wenn diese einen deutlich besseren Zinssatz anbietet. Zu diesen Anbietern gehört auch Axedo, die hier über 250 Banken vergleichen. Das heißt, man muss diese Banken nicht selber abklappern, sondern die Daten werden automatisch an diese Banken weitergeleitet und man bekommt dann einen Zinssatz oder Zinsangebot zurück. Ja, wenn man es hier zählt, 10 Jahre ist ja auch immer ein ganz gutes Angebot. Hier sehen wir eine Tilgung von 2% und hier sind auch die Annahmen berechnet. Das ist natürlich nur eine Beispielrechnung. Wenn man ein echtes Angebot haben möchte, muss man hier auf Online-Anfrage klicken. Und wenn man abbricht, wird man sogar zurückgerufen. Also die kümmern sich schon. Hier kann man natürlich auch jederzeit anrufen. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, halt auch diese Online-Vergleiche Interhyp, Dr. Klein und Axedo zu nutzen. Gehen wir einmal das durch. Jetzt machen wir Art des Finanzierungswunsches. Das ist ein Haus und es gibt keine weiteren Darlehen. Dann machen wir mal eine Wohnung, ist vielleicht einfacher. Schritt 2, ich hätte vielleicht gerne so 200.000 Euro mit einer Sollfrist von 10 Jahren, ist eigentlich immer ganz gut. Und ja, machen wir noch unentschieden. Wunschrate sind vielleicht im Monat ja, 800 Euro. Und der Kaufpreis, sagen wir, ist 300.000 Euro. Also ein Drittel ist Eigenkapital. Und ich mache jetzt Eigennutzung. Gebe hier zum Beispiel die Adresse ein und gehe dann zum nächsten Schritt. Seht, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich muss jetzt hier eigentlich nur noch meine Kontaktdaten eingeben. Und dann werden meine Daten schon abgesendet. Und ich bekomme einfach Vergleichsangebote dazu. Wo jetzt die besseren Zinsen sind, das hängt natürlich auch immer davon ab. Deswegen, wie gesagt, ich würde gerade, wenn man eine Immobilie nicht so oft kauft, hier auch alle Vergleiche nutzen, auch die Banken. Denn auch wenn man hier 0,1% an Zinsen einsparen kann, macht das halt über die Jahre schon sehr, sehr viel aus. Mein Test und Erfahrung mit Axedo, wie gesagt, ich habe auch hier schon sehr gute Konditionen bekommen. Es hängt aber, wie gesagt, immer davon ab. Das kann man jetzt nicht generell sagen, welcher Anbieter da von den Zinskonditionen am besten ist. Das hängt immer mit dem individuellen Objekt oder auch Ihnen zusammen. Wenn Sie also, wie gesagt, sich eine Baufinanzierung überlegen, schauen Sie auch mal bei Axedo vorbei. Ist, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung verlinkt.